Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Pink Box aus dem Monat Mai. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal einen Blick hineinzuwerfen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pink Box ist eine Beauty Box, die monatlich erscheint, ab 13,45 Euro pro Box und pro Monat kostet und sie enthält 5 Beauty Produkte plus ein Goodie und dieses Goodie kann sowohl Food sein, das kann auch Beauty sein, das kann Lifestyle sein, das kann dies, das, Ananas sein, ne, und eine Ananas wohl nicht, aber ja. Ja, ich bekomme sie in der Kooperation zugeschickt, um sie euch vorzustellen und deswegen mache ich in diesem Video einfach auch noch eine Verlosung und verlose ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, ich stelle auf diesem Kanal super viele verschiedene Beauty-Boxen, Abo-Boxen, Food-Boxen, dies, das, Ananas vor, aber mache hier auch Hauls, weil ich natürlich auch shoppen gehe, zeige euch Produkte in meinem Gesicht, indem ich mich einfach schminke. Ja, und wenn du Lust hast, einfach diesen Content so ein bisschen zu verfolgen, gerne da vorne auf den Abo-Button klicken. Ich würde mich mega drüber freuen, wenn diese Community ein bisschen mehr wachsen könnte. Ich fände es richtig cool. Und jetzt möchte ich mit euch aber in die Pinkbox mal hineinschauen. Das ist das klassische Design. Wir haben kein Sonderdesign oder so. Und es ist halt eine klassisch pinke Box, die etwas größer ist. Und ja, wenn ich den Deckel entferne, habe ich hier einmal so ein Magazin drin. Das sind aber eher so ganz viele Rabattcodes. Ne? Das ist ganz cool aus verschiedensten Richtungen. Ne? Lifestyle, Beauty, was auch immer, Taschen, was hier auch noch mit dabei. Also Fashion, ne? Sowas halt. Kann man sich auf jeden Fall dann mal angucken. Und hier haben wir dann einmal, wie die Box dann so aufgebaut ist. Wir haben ein Seidenpapier, was mit einem Klebi zusammengehalten wird. Ich vernehme ein ganz, ganz, ganz dezent kräuterig Duft. Kräuterig würde ich echt dazu sagen. Jetzt mache ich hier einmal das Klebi-Gedönsen auf. Und habe dann hier den ersten Blick in die Box, hat dann ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist mit den Preisen und so. Da gucken wir gleich mal rein. Und so schaut dann der Blick in die Box aus. Ja, manchmal haben wir natürlich ein bisschen Werbeflyer und so, weil irgendwie muss die Box sich ja auch finanzieren. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ja, dann schauen wir mal. Hello Gorgeous, also Hallo Schönheit ist dann das Motto von der Box. Hier haben wir eine Lady drauf abgebildet, die einfach total hübsch aussieht. Erinnert mich ein bisschen an eine Instagrammerin, die ich auf Corfu kennengelernt habe, als wir bei dem Dalton-Event waren. Tatsächlich, also ja, an die liebe Anna erinnert mich das ein bisschen. Wow, also die haben sich ein bisschen was überlegt und mal so ein bisschen längeres Editorial geschrieben. Da trinke ich mir vorher mal einen Schluck und ihr könnt jetzt euch auch gerne mal so einen Schluck zu trinken gönnen, ne? Schon wichtig, ne? Ganz viel trinken, Leute. Wasser. Hey, Sweetheart. Oder lass mich dir heute einmal sagen, Hello, Gorgeous. Das ist nicht nur das wunderschöne Motto unserer neuen Pinkbox, sondern auch der perfekte Anlass, dir zu sagen, wie wunderschön du bist und dich daran zu erinnern, dass du es dir selbst viel öfter sagen solltest. Yes, Sweetie. Wir glauben an das Gesetz der Anziehung, Englisch Law of Attraction, und daran, dass du mit positiver Ausstrahlung ganz viel Positives anziehen kannst. Und weißt du, was du in diesem Moment gerade positiv angezogen hast? Deine über alles geliebte Pinkbox, die diesen Monat deine besten Seiten so richtig zum Strahlen bringen wird. Die sind schon gerissen, ne? Ich sag's euch. Little Sneak Peek. Nein, das lese ich nicht durch. Weil ich in 5 Minuten ja die Box selber auspacken werde. Aber trotzdem, ich lese es nicht durch. Nein, nein, nein. Jetzt bist du an der Reihe. Versüß dir deinen Tag, hab viel Freude beim Auspacken und schnapp dir eine Portion positive Ausstrahlung mit deiner Pinkbox. With love, Sarah vom Pinkbox-Team, Brand- und Product-Managerin Pinkbox. Guck mal, da stellen die sich jetzt auch nach und nach mal so ein bisschen vor. Finde ich immer sehr sympathisch. Okay, es geht halt einfach um die eigene Schönheit. Das passt bei einer Beautybox definitiv. Das erste, was ich hier rausnehme, ist tatsächlich wohl das Goodie, das Food-Produkt. Feinster Genuss aus Schweizer Schokolade. Einer Schokoladencreme ohne Palmöl mit Rapsöl von Kaotina. Jetzt probieren. Nom. Damit haben sie mich, ne? Das mache ich ja gerne leiden. Ei, ei, ei. Also, ja, eine Schokocreme für aufs Brot. Ich wollte gleich Abendbrot machen. Da gibt es Aufbackbrötchen. Da kann ich mir die mal draufschmieren und euch hier mal reinschreiben, wie die so geschmeckt hat. Ich bin nämlich eigentlich so eine richtig Süße. Da bin ich auch sehr gespannt, ob mir das schmecken wird. Ja, ist auch ein Brotaufstrich, ne? Ist jetzt nicht so ganz so ökologisch in so einem Ding drin, aber wie willst du es halt in eine Box reinpacken?
ganz ehrlich, ne? Das passt schon, dass die das halt so gemacht haben. Und das hier ist eine Pure Sensation Chocolat Sweets. Also quasi Schweizer Schokolade als Trinken. Das ist auch sehr cool, ne? Kann man hoffentlich auch kalt trinken, weil jetzt gerade so einen warmen Kakao habe ich jetzt nicht so ultra, ultra Bock drauf. Ja, denke ich schon. Getränkepulver aus Schweizer Schokolade. Ne, finde ich gut, ne? Das kriegst du beim Edeka, kriegst du bei DM tatsächlich, beim Marktkauf, bei Rewe. Ja, hört sich doch schon mal gut an, ne? Haben wir schon mal was zum Ausprobieren und mein Abendbrot ist gesichert. Mag ich. Dann habe ich hier ein Produkt drin, das kommt in Fullface Beautyboxen. Da packe ich nämlich alle Sachen, dekorative Kosmetik aus meinen Beautyboxen, die ich so im Monat bekommen habe, zusammen. Und guck mal, wie die zusammen funktionieren. Von Gosh ist das die Mascara Catchy Eyes. Okay. Ist so ein rosa Ding mit einer schwarzen Kappe. Okay. 11,99 soll die normalerweise kosten. Okay, die scheint ein Gummibürstchen zu haben, was so ein bisschen geschwungen ist. Und ich würde sagen, das erinnert mich an die Catrice Mascara Easy Wash Off, wenn ich das jetzt im Bild so sehe, ne? Mal gucken. Und die hat mir als definierende Mascara sehr gut gefallen. Ja, 1A, genau das gleiche Bürstchen. Das wird mir Definition geben, aber das wird meine Wimpern jetzt nicht zum Explodieren bringen. Das weiß ich jetzt schon, aber ausprobieren. Stinkt. Also stinkt wirklich. Huh, mag ich nicht. Aber gut, ne? Mal gucken, wie das auf den Augen so wirkt. Schauen wir mal. Aber das erste dekorative Kosmetikprodukt finde ich fein. Dann habe ich hier Gesichtsmasken drin. Die haben wir auch öfters mal in Beautyboxen drin enthalten. Und das sind schöne Masken. Das ist von Bloom Beauty Essence. Das ist eigentlich, kennt man das, als Nahrungsergänzungsmittel. Aber die hauen auch manchmal in Beautyboxen solche Masken rein. Und die sind wirklich gut. Das sind Crememasken. Gesichtsmaske. Revitalisierender Schönheitsschlaf. Kannst du über Nacht drauf lassen oder halt einfach so lange drauf lassen, wie du Bock hast, ne? 15 bis 20 Minuten steht hier auch. Hier steht drauf, nicht abspülen. Ich spüle die immer ab, sonst habe ich eine Wurstparty auf meinem Gesicht. Das macht mir keinen Spaß. Super Antioxidantien. Lycopin ist hier drin. Läuft. Also für mich auf jeden Fall eine schöne Maske. Das sind 2x8 Milliliter, die wir hier drin haben. Finde ich schön. Aber halt auch wieder so hat was von Probe, ne? Aber trotzdem ist es ja eine vollwertige Gesichtsmaske in meinen Augen. Von Alverde habe ich hier einen Anti-Shine-Primer drin. Alles klar, der wird ausgetestet, weil Alverde kann ich mich auch an das Fullface erinnern, was ich hier mal geschminkt habe. Das war nicht so bombastisch, aber diesen Anti-Shine-Primer, den kenne ich gar nicht. Passt jetzt auch in den Sommer natürlich mit hinein. 30 Milliliter ist eine Full-Size. Gut, es ist wieder ein Produkt, was quasi aus der Drogerie kommt, aber die Pinkbox ist eher dafür bekannt, dass wir hier Originalgrößen drin haben und dafür halt eher so aus dem Drogeriesegment. Ne? Und da kommt es eigentlich ganz gut jetzt auch. Kommt rein! Schöne Sache. Hier habe ich auch noch so ein Klopper-Riesenprodukt und zwar eine Haarbürste. Ja. Die ist auch noch ordentlich eingepackt, damit das Krüppelpapier da wahrscheinlich auch nicht reinkommt. Von Parsa, natürliche Pflege, Natural Care. Ideal für pflegebedürftiges, langes Haar. Das wäre dann für mein Haar gut geeignet. Das ist aus Zuckerrohr hergestellt und aus Pflanzenstärke, Milchsäure, Biogranulat. Und dann wird eine Haarbürste draus. Schon aufregend, ne? Aus was man alles so Bürsten basteln kann. Auf jeden Fall eine coole Nummer. Hatte ich letztens in einer anderen Box drin, deswegen werde ich die jetzt nicht behalten. Aber so eine Haarbürste ist nie weg. Da freut man sich doch eigentlich schon drüber, ne? Schon cool. So ein Riesen-Moped. So, hier habe ich noch was. Und zwar von Cosnature ein Hydroserum mit Wasserlilie. 24 Stunden intensive Feuchtigkeit. Ich glaube, Cosnature gibt es bei Müller, wenn mich nicht alles täuscht. Ein veganes Bioprodukt scheint das auch noch zu sein. Und das ist so ein Serum, ne? Kannst du dir dann drauf machen, bevor du deine Gesichtscreme verwendest. Und das wird dir dann Feuchtigkeit geben. Das ist eigentlich schön. Kann man im Sommer ganz gut gebrauchen. Ja. Ne? Ist cool. Ja. Nee. Oh. Oh. Natürlich. Das darf ich jetzt nicht unterschlagen. War das nicht letztes Jahr so eskalativ, dass wir so viele Zahnpasten drin hatten? Da haben wir Co. hat hier wieder eine Zahnpasta rein versteckt quasi. Mit Aktivkohle, eine natürliche Zahnpasta. Mit Fluorid. Ja, 75 Milliliter. Schöne Zähne gehören ja zur Schönheit dazu, ne? Jetzt gerade werden wir auch nicht so überschwemmt von Zahnpasten, deswegen finde ich das auch in Ordnung. Nö, ist in Ordnung.
Schreibt mir mal eure Meinung zu Zahnpasta in Beautyboxen in die Kommentare. Ich habe da so ein kleines Trauma. Ne? Ist wie das. Aber, ne? Eigentlich ganz witzig. Ich habe aber letztens gehört, dass diese Aktivkohle-Geschichten gar nicht so gut sein sollen für die Zähne, weil das zu sehr den Kram hier abreibt. Also, dass die halt zu aggressiv sein sollen. Ich bin aber keine Zahnärztin, deswegen kann ich das gar nicht so beurteilen. Ja, aber kann man bestimmt machen. Muss man nicht. Würde ich einen hier Zahnarzt einfach mal fragen. Aber, weil ich da halt was gehört habe, ne? Aber ich habe das jetzt nicht irgendwie, hier steht auch drauf, for adults only, also nicht für Kinder geeignet. So, krönender Abschluss, würde ich sagen, ne? Ja, also jetzt müsste ich auch alles gezeigt haben. Ich schaue jetzt nochmal durch, ob hier irgendwas Cooles im Heftchen noch mit drin steht. Achso, man hätte theoretisch auch noch diesen Hydro-Primer von Alverde drin haben können, diesen blauen, der bei mir so gar nicht funktioniert. Also der macht wirklich eine Wurstparty. Mal gucken, ob der Anti-Shine-Primer besser sein wird. Man hätte auch eine andere Haarbürste drin haben können, und zwar in einer blauen Farbe. Zahnpasta hat jeder drin. Ja, unsere Pink Tipps für eine positive selbstbewusste Ausstrahlung ist auch nett. Gibt mir das jetzt eine positive selbstbewusste Ausstrahlung? Ja, schon so ein Serum, ne, mit Feuchtigkeit dabei, beziehungsweise dann aber ein Anti-Shine-Primer. Passt irgendwie für mich nicht so ganz zusammen. Aber eine schöne Gesichtsmaske, ein bisschen Schoki. Schoki macht immer, dass man glücklich ist, finde ich. Ne? Ein bisschen Zahnpasta für ein strahlendes Lächeln. Schöne Haare mit dabei. Ein bisschen einen schönen Augenaufschlag. Schon, ne? Also, es sind schöne Produkte, aber ich finde sie jetzt nicht so eins zu eins passend zum Motto. Trotzdem, 13,45 kostet die Box. Die Produkte kriegst du dafür. Beschwerst du dich wahrscheinlich eher weniger, ne? Also, schöne Box. Schreibt mir eure Meinung gerne auch mal in die Kommentare. Jo, ich finde es in Ordnung. Haut mich nicht vom Hocker. Ich finde es aber geil, dass eine Mascara drin ist, muss ich gestehen. Und diesen Primer finde ich auch interessant. Also auch wieder hier, dekorative Kosmetik ist schon ordentlich vertreten. Das mag ich. Da mag ich, genau. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Video. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!